bin hier auf der Wahl. So, ich will mal, ich habe doch meinen eigentlichen Helden hier, meine Dame. Ja, da ist er doch. Ah, wir spielen Dame. Aha. Ah. Ja, im Schach ist das immer die beste Wahl, wie man kämpft. Ja. Nein, ich will auch nicht anpassen. Zurück. Nee, doch, ich will die schon nehmen, aber ich will auch weitergehen. Will ich nicht. Bin ich noch bei ihr? Warte auf Gruppenleiter. Eigentlich müssten sie. Was machst du denn auf. Was machen wir denn im Gruppenleiter? Was machen wir denn? Nee, da sind sie ja. Dein Nat-Typ moderat, Nat-Typ und Verbindungsqualität, okay. Spiele ein Freund. Soll ich einfach. Ja, soll ich mal ein Spiel starten? Machen Sie mal. Ey, machen Sie das? Ich mach das mal. Ich habe meinen Charakter übrigens noch nicht ein einziges Mal irgendwie gelevelt oder so. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Spieler gegen Spieler, Bedingung nicht erfüllt. Warum nicht? Gruppengröße 1. Ach so, alles klar. Warte mal, wir können ja nur zusammenspielen. Ich würde ja gerne mal gegen Sie antreten. Nein, pass auf, dann machen wir ein 2. Herr Doktor, wie wäre es, wenn wir damit anfangen, indem wir erstmal ein Duell gegen die KI machen? Wir beide gegen zwei bösartige Computergegner. Das könnten wir vielleicht noch schaffen. Wollen Sie vorher die Leute begrüßen oder soll ich das hiermit tun? Haben die das überhaupt verdient? Das ist so eine Frage, ob die das verdient haben. Nee, gut, das wäre schon wahrscheinlich nett. Dann machen wir das einfach mal. Ich und der Herr Doktor, wir begrüßen alle zuschauenden Mitwesen vor den Bildschirmen. Wir beide haben uns For Honor organisiert bzw. installiert und gedenken heute den Rittern, den Samurai bzw. den Wikingern alle Ehre zu machen. Wen nehmen Sie, Herr Doktor? Ich nehme einen Ritter. Ein Ritter? Oder ich bin auch ein Ritter, aber Sie sind ein weiblicher Ritter, glaube ich, ne? Ja, genau. Weiblicher Ritter. Die Ritter. Also ich bin eine Mehrzahl, ich bin stärker, besser, also mehr ist ja immer gut. Verstehen Sie? Ja. Deshalb werde ich siegen. Das Spiel passt übrigens zu unserem derzeitigen Thema auf YouTube, also zu dem selbstgewählten Thema. Ich starte einfach mal das Spiel, ja. Was ist denn das selbstgewählte Thema auf YouTube? Na, Politik. Wir haben uns doch für Politik entschieden. Ah, und jetzt sind wir im Deutschen Orden und... Ja, wir sind jetzt Ritter, das heißt, wir sind doch sehr nationalbewusst jetzt, oder? Ja. Wir sollten definitiv in Jerusalem einwandern und die Osmanen verdrängen. Die Osmanen? Passiert übrigens bei Ihnen was? Da steht Heldenauswahl. Achso, ich Heldenauswahl, aber ich habe schon ausgewählt. Und dann auf Bereit klicken, weil ich warte auf Sie. Oh, wo ist denn hier Bereit? Zufällig? Nein, ich will die Helden nehmen. Ach, da Bereit. Ach, da bestätigt. Noch 20 Sekunden. Ja, ist doch alles gut. Ja, sie haben sich hier natürlich so einen schönen Hahnenkamm gemacht. Ja, na, ich bin ein Mann, ich brauche einen Hahnenkamm. gut, wir spielen also gegen unbekannte KI. Und sie haben also gleich hier Politik, sie wollen in Jerusalem einmarschieren, sie haben also gleich Politik mit Religion einhergehen lassen. Ja, also wir machen hier heute multiple Thematiken. Wie kämpft man nochmal? Das weiß ich doch nicht. Ach, ich habe das Spiel seit einigen Monaten das erste Mal installiert. Da rennt jemand auf sie zu. Ja. Ich merke es. Au, hier sind zwei. Ah. Dann konnte man in diese verdammte Kampfansicht wechseln? Ach, jetzt habe ich es. Ja, das ist gut, dass sie das haben. Ah, Locken. Nein. Oh, ich bin tot. Das hat er ja toll gemacht. Oh. So. Mit Steuerung kann man. Ich merke aber schon, wir können entweder über tiefgründige Themen reden oder kämpfen. Ich habe bisher nicht mal eines geschafft. Das war auch so laut. Das ist richtig. Ich habe auch noch nichts. Oh, hier sind Geysire. Und ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Ah, Geysire. Ich renne auf sie zu. Warum kriege ich eigentlich hier immer von beiden auf die Mütze? So. So. Ah. Ich muss sagen, ich bin eigentlich gar kein Fan von den Nayu. Dieser Resident von Jerusalem. Wegen der vertritt schon eine sehr komische Politik und ich bin da eher für die Palästinenser, muss ich sogar sagen. Er ist schön, dass sie hier. Und so, den einen habe ich getötet. Brauchen Sie vielleicht Unterstützung? So, ha! Puh!
Genghis Khan! Oh Gott, oh Gott. Also wenn sie kämpfen, kann ich ja mal moderieren. Also, es geht ja, Videos um den, da geht es ja um Nationalsozialismus, um Links und um Rechts, in einem wunderschönen Lied. Und da muss ich ihn als, sie sind übrigens tot, da muss ich ihn als, hat er sich auf sie draufgesetzt? Ja, das ist ein Sumo-Ringer. Ist das ein Grund? Und, ja, und da haben sie gesagt, ich hätte das sehr schön gesungen und sehr schön gereimt. Ja. Aber sie kommen schon wieder auf mich zu. Ja, irgendwie. Dann wollen die dann alle von mir. Ah. Okay, verteidigt. Au! Du solltest mal lassen hier. Ja, mach sie doch mal. Hui. Man konnte auch irgendwelche Spezialangriffe machen, aber ach, was. Ja, die mach ich. Au. Ich mach die gerade. Ich hab doch geblockt! Au! Au! Na! Ja, ich habe meinen ersten Kill gemacht, Herr Doktor! Hey, ich mach das jetzt! Ich reiß das! Au! Ich reiß das! Au! Ja! Los! Ja! Oh. In der Schulter. Ei. Ich mach mal eine Siegesgeste. Achtung. Ja. Au. Das nenne ich Kopfarbeit. So. Und sie haben aber nichts dazu gesagt zum Inhalt. Ich wollte doch von Ihnen eine Bewertung des Inhalts. Ich meine Reimkünste. Das geht hier einfach immer weiter. Wieso geht das hier immer weiter? Ja, der. Nein! Nein. Ich bin in einen Geysir gelaufen. ich bin tot. Au, schon? Wieso sind Sie denn jetzt schon tot? Ich bin in ein Geysir gelaufen. Sie wissen aber schon, dass ich hier alleine bin gerade. Ja, sie schaffen das bestimmt. Ich kann in der Zeit die Tonlage etwas leiser stellen. Hallo. Das war ja nicht so toll. Das machen wir übrigens, bis wir gewinnen, ja? Ach, so, also, jetzt können Sie mir erzählen, was Sie also von dem Inhalt halten und nicht von meinen Reimkünsten. Ich hab das. Ja, wie war denn das nochmal? Also, ich fand das sehr ansprechend. Wie gesagt, dass das alles so gepasst hat, fand ich ganz gut. Gegen den bösen Russenschwein, das fand ich schon sehr verletzend. Ja, das war ja nicht meine Aussage. Das war die Aussage von dem fiktiven Familienmitglied. Hm. Na, auf jeden Fall. Ich habe ja dann auch noch andere Kommentare geschrieben. Ich fand das ja eigentlich nur nicht ganz so toll, dass niemand mit mir diskutiert oder geredet hat. Ich habe ja bei zwei, drei Fronten da angesetzt und habe da auch... Ich habe es gesehen, ja, ich habe es gesehen. Sie sind ja da, bei der einen sind Sie richtig abgegangen, ne? Naja, so halb. Also das fand ich ein bisschen schade, dass die eine Person dort dann das rausgepickt hat, was sie im Grunde wollte. Und nicht auf das eingegangen ist, was ich gesagt habe. Ich habe ja schon noch mehr dazu gesagt und habe ja dann eigentlich gemeint, dass im Internet die meisten nicht irgendwelche Nazis sind, sondern viele einfach nur riesige Idioten, um das so zu sagen. Und dass oft genug ich von solchen Idioten, wenn ich da irgendwelche Argumente gebracht habe, beleidigt werde und niedergemacht werde ohne Grund. Und da habe ich dann gemeint, solche Leute würde ich, wenn ich die auf die Straße treffe, sofort eine drüber ziehen. Ich dachte, der Doktor wäre total der Pazifist. Nee, bei solchen Sachen. In dieser Argumentation, da habe ich ja Angst vor Ihnen gekriegt, Herr Doktor. Ja, das kann man da schon manchmal haben. Ja, mit Ihnen möchte ich ja nicht im Dunkeln begegnen. So, jetzt kommt da aber jemand anderes, der auf mich zurennt wie ein wahnsinniger Wikinger. Ja, au. Ist wahrscheinlich auch ein Wikinger, oder? Ja, durchaus, aber ich kriege hier ganz schön einen auf der Mütze. Der lässt mir auch gar keine... Okay. Warum sind Sie denn schon wieder tot? Ich bin auch gar nicht... Ich sollte nicht vielleicht mehr definitiv mal etwas in meinen Charakter investieren. Au. Also zu zweit ist unfair. Okay. Also ich hätte es alleine geschafft. Das sage ich jetzt einfach mal so. Nein,
Also, da habe ich das erste Mal, dachte ich mir, oh Gott, der Doktor, deshalb, das ist ein ich fand das nur dann halt so, ja, ich fand das halt nur blöd, dass derjenige dann nicht darauf eingegangen ist, sondern sich das rausgepickt hat und dann noch so dann extra gesagt hat, ja, das wollte ich im Grunde nur hören, dieses Beispiel, dass er halt recht hat, so hat er es dann halt auch geschrieben. Das fand ich dann ein bisschen blöd und dann habe ich ja noch was dazu geschrieben, dann kam aber natürlich keine Antwort. Das ist aber oft, muss ich sagen, bei solchen Leuten, dass sie dann halt einmal ihre Argumente bringen, was sie sagen wollten und dann war es das. So, jetzt ist das hier vorbei, jetzt kann ich ihnen Verstärkung. Nein, noch nicht, ich schaff das alleine. Wo sind sie? Ich schaff das alleine, habt es, jawohl. Wunderbar. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Achtung, ich drück mal F. Achtung und... Hey! Yay! Yay! Wunderbar. Ich habe übrigens den längeren. Sehen Sie das, ja? So, also das hat mich das erste Mal. Und das zweite Mal, wo ich die Augenbraue hochgezogen habe und mir dachte, oh, der Doktor, man erkennt immer wieder neue Facetten. Au! Moment, ich muss gerade sterben. Komm, schlag zu. So. Au. Ey, ich hab's gleich, Herr Doktor. Wir reden gleich weiter. Au. Man kann doch hier über die Brüstung springen. Warum geht denn das nicht? Kann man? Ja, eigentlich schon. Es ging mit einer Tastendomination weg. Ey. Machst du den etwa gerade alleine platt? Nein. Sie haben den Kopf erwischt. Ermordung! So, ich glaube, wir werden besser, kann das sein? Für die Völkerfreundschaft! So ähnlich. Nee, das zweite Mal, wo ich die Augenbrauen hochgezogen habe, wo sie gesagt haben, dass sie auch so ein gewisses nationalstolzartiges Bewusstsein haben. Na, ich habe das bei einer Dokumentation habe ich das erste Mal gehört, dass ja eigentlich Nationalsozialismus nicht das versteht, nachdem man das, was man jetzt als Definition überall nur noch lesen kann, dass das halt die Zeit zwischen 33 und 45 war, Nationalsozialismus, sondern dass ja eigentlich Nationalsozialismus was mit Nationalbewusstsein zu tun hat und halt eigentlich die Liebe oder die Heimatbewusstsein einfach ist, um das ganz kurz zu sagen. Auf jeden Fall haben die Herrschaften in den 30er Jahren das einfach nur etwas sehr übertrieben. Oh, das hat mich jetzt erwischt. Und, na, eigentlich ist ja, nationalsozialistisches, egal, jedenfalls ist es ja eigentlich was Gutes, aber das wurde halt so sehr übertrieben und, naja, eigentlich ist es nur kurz, dass ich halt meine Heimat, also meine Umgebung hier ziemlich mag. Na, sagen wir mal so, also bei mir kann man sagen, Moment, ich muss den kurz töten. Dann geh ich weiter. Au. Man heilt hier auch irgendwie nicht mehr. Das ist ja furchtbar. Man heilt in dem Spiel? Wusste ich gar nicht. Nein, nicht mehr, meine ich gerade. Ich bin übrigens tot. Au. Sie schaffen das. Ah, das ist ja angenehm von Ihnen. Da kommt gleich jemand von hinten. Lassen Sie bloß. Au. Okay, das war's. Na, auf jeden Fall habe ich das nicht so gemeint, dass ich halt in diesen faschistischen Gegenden bin, sondern habe das halt einfach nur anders. Ich habe es ja da auch. Nimm das mal absichtlich aus. Aber wir sind besser geworden, wie Sie sehen. Ja, das ist ja. Wir sind besser geworden. Gott, nach diesem Video werde ich, wenn ja wieder 5000 Kommentare unten drunter sein, dass ich ein Nazi bin. Aber, oh, ich steige auf, sehe ich gerade. Ich muss sagen, ich bin sozial, das bin ich durchaus, aber nicht nationalistisch. Also sagen wir mal so, ich nehme mal den Spreewald als Beispiel, ja? Ich liebe den Spreewald, weil es da schöne Gurken gibt. Aber ansonsten bin ich zu... Also, sind da viele Mücken und deshalb ist es kein schöner Ort. Aber andersrum ausgedrückt, wäre ich nicht stolz auf den Spreewald, weil ich habe ja nichts getan, als... dass der Spreewald da ist. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich habe da mit Leuten schon mal darüber geredet, über das, wo kann man stolz sein und wo nicht. Ich habe irgendwo schon mal gesagt, dass ich stolz auf die Menschheit bin, weil wir es in den 60ern auf den Mond geschafft haben und da hat dann irgendjemand... Darauf einen Handschlag, das auf jeden Fall. Ja, und dann hat dann aber schon mal mir jemand gesagt, ja, ich habe das ja aber nicht gemacht und deshalb darf ich darauf nicht stolz sein. Das hat mich zwar ein bisschen verwirrt, ich habe da eine ganz schöne Diskussion schon mal hingelegt.
Ja, also das, was wo man stolz sein kann, zum Beispiel stolz, ja, es ist auch schwierig zu sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Das ist jetzt auch ein bisschen komisch. Also das kann ich bei mir zum Beispiel komplett rausnehmen. Für mich ist das einfach nur so eine Sache, ich bin nur deswegen Deutscher, weil zufällig meine Eltern auf diesem Boden Körperteile ineinander gesteckt haben. Ach, Gottes Willen. nein, ich... Nee, sagen wir es anders. Es ist eigentlich nur bei mir die Heimatliebe. Also ich wäre sicher auch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Böhmen geboren worden wäre, dann wäre ich sicher auch sehr froh, ein Tscheche zu sein. Ich denke mal, das wäre auch so. Aber ich denke mal, es haben halt einfach viele Leute, dass man in der Gegend, wo man lebt und geboren wurde, dass man einfach da meistens jedenfalls gern zu Hause ist. Sag ich jetzt einfach mal ganz blöd. Ich hab keine Ahnung, wie ich das sonst beschreiben soll. Ich verstehe dich, glaube ich. Verdammten Sumo-Ringer hier. Au, der tötet mich. Der hat mich getötet. Nein! Ah, oh, der Sumo-Ringer hat's fast. Der ist fast erledigt. Yes, aber ich bin auch tot, insofern. Achso, gut. Na gut, wenigstens was. Doch, jetzt mache ich das hier aber. Ja, also, schwierig, das zu erklären. Ich kann das besser, ich bin schriftlich besser. Da habe ich genug Zeit zu überlegen und die richtigen Worte auszusuchen. Ja, ich muss den ganz kurz. Au! Bin ich hier gegen Gladiator? Ja, ja, ich bin auch gerade. Hau! Hau, sag mal, wie ist denn er drauf? So, weg ist er. Wo sind Sie? Da hinten irgendwo. Machen Sie das mal hier, ich bin gleich tot. Machen Sie das mal, ich bin gleich tot. Hauen Sie dem auf die Guschen. Ah, sehr gut. Runde 2 gewonnen. Sie sind ein Hecht. Nein, eine Hechtin. Nee, man kann sagen, ich versuche mich ja aus solchen Einteilungen möglichst rauszuhalten. Also ich würde ungern sagen, ich gehöre die in die Schublade, aber ich würde mich dann doch. Ja. Es ist ja auch gefährlich wegen Missverständnissen. Erst recht in schriftlicher Form oder überhaupt im Internet sind Missverständnisse natürlich an der Tagesordnung. Und ich muss sagen, ich würde mich eher in die linke Schublade einsortieren. Ich würde eher sagen. Oh, sag mal, wenn ich mit Ihnen quatsche, kann ich nicht spielen! Sie sind gegen meine Kill. Sie sind für meine Killquote ganz schlecht. Du schaust zu dem Doktor. Da kommt übrigens jetzt meine Held. Den können. Oh, der ist sehr gut. Nein! Ah! Ah, den einen habe ich aber. Nee, habe ich nicht. Verdammt. Ich konzentriere mich jetzt mal extrem. Extrem jetzt hier drauf, ja? Konzentriere mich jetzt mal, ich werde jetzt mal keine politische Aussage tätigen. Sie wollen doch nur nicht debattieren, weil sie gewinnen wollen und nicht als Versager da stehen. Sowieso. Möchten. Au, die haben sich gerade aufgespießt. Was soll denn das? Au, hör mal. Au, noch schon wieder. Au. Au. So, jetzt haben wir es aber hier. Uiui, sagt er. Er hat Uiui gesagt. Er hat Uiui gesagt, Herr Doktor. Au, ah, I, ah, ui. Okay. Hat er sie umgebracht? Ich bin in die Wand gefallen. Nein, jetzt schnitt er mich. Au, was macht er? Spezialangriff. Also, au. Ach. ich glaube, wir müssen unser Nichtskönnen mal etwas wie soll man sagen, zu verdecken, spielen wir jetzt einfach mal gegen mehrere auf einmal. Passen Sie mal auf, das wird viel besser. Definitiv besser. Ja. Und zwar machen wir mal, das ist ja jetzt hier die Stufe 1, ne? Wir haben ja jetzt hier, wir haben ja Stufe 1 gerade gemacht. Gehen Sie mal auf nächstes Match oder gehen Sie mal Mission abbrechen? Mit Gruppe B, ja? Brauchen Sie nicht, habe ich glaube ich gerade gemacht. Ich glaube, ich habe uns gerade rausgepolkt. So, passen Sie auf. Jetzt nehmen wir mal, ich glaube, Herrschaft, genau. Und zwar spielen wir beide mal gegen die KI. So machen wir das mal. Anders wie sonst, wegen jetzt haben wir gegen echte Spezialisten gekämpft.
Ne, jetzt noch keine Spieler. Jetzt machen wir erstmal die harmlose Variante. Also wir können, glaube ich, beide festhalten, so auf dem Papier. Wir sind beide eher in der linken politischen Ecke anzusiedeln. Warum sind Sie denn jetzt in der Lage, das für mich zu bestimmen? Na, ich habe das mal beschlossen. Sonst würde ich Sie ja, Achtung, Schleimspur, sonst würde ich Sie ja nicht so sympathisch finden, Herr Doktor. So. Außerdem kommen Sie aus einem Land mit linkspolitischem Hintergrund, wenn auch nur auf dem Papier.